mein Gott! Echt unfassbar, dass du das wirklich getan hast. Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ah, komm schon, sie hat es verdient. Was kann sie denn dafür, dass sie in Mike verknallt ist? Anna hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf der Seite von M. Und bloß weil er Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Hey, ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darling. Sag nur, wir wären jetzt hier. Josh! Und somit ein herzliches Willkommen zurück zum zweiten Mal Until Dawn. Wir spielen hier die Runde 2 und wählen diesmal alle anderen Entscheidungen, die wir wählen können, die wir natürlich in der ersten Runde nicht gewählt haben. Einige Leute haben sich ja gewünscht, eine zweite Runde. Was haben wir hier? Ich werde es jetzt mal so spielen, als würden wir das erste Mal spielen. Natürlich gibt es hier auch ein paar Spoiler für die komplette Story, denn ich weiß ja schon ein bisschen mehr über das Spiel. Oder zumindest weiß ich, wie es weitergehen könnte. Und es kann sein, dass bei den ein oder anderen Dingen auch eine Bemerkung für die Fortsetzung kommt. So, Hannah, du siehst in dem Shirt so heiß aus, aber ich wette, ohne bist du noch viel, viel heißer. Komm um 2 Uhr ins Gästezimmer, Mike. Oh mein Gott. Was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Oh, Zeit zum Eingreifen. Ja, also wo ist die liebe Schwester, die wir hier beschützen müssen? Aber es ist schon zu spät, die Schwester ist schon weg. Die Jungs hier, die sind richtig kaputt, die haben zu viel gebechert, zu tief ins Glas geschaut. Können gar nicht mehr stehen, mussten sich deswegen hinsetzen und ein kleines Nickerchen vollziehen. Was haben wir hier? Eine Flasche. Halte R2 gedrückt, um die Flasche zu nehmen. Und jetzt muss man drehen. Hier gibt es wieder einen Hinweis, aber manchmal findet man irgendwie keinen. Shit, Josh. Alter, der hat die ganze Pulle leer gemacht. Wieder einmal hast du uns alle übertroffen. Ich hab deine Nachricht bekommen. Schön, dass du hier bist. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, umknutschen und sehen, was daraus wird. Oh, ja, ja. Oh mein Gott, sie zieht sich das Shirt aus. Was? Oh mein Gott. Matt, was wollt ihr denn hier? Hannah. Tut mir leid, Hannah. Das ging wohl zu weit, aber... Nur ein dummer Streich. Oh, Mann! Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Hannah! So, alles klar. Also, ich glaube beim letzten Mal... Was haben wir denn das letzte Mal eigentlich gewählt? Ich glaube, das letzte Mal haben wir versucht, Josh zu wecken. Aber der ist natürlich total kaputt, also wir werden jetzt mal die anderen suchen, denn beim letzten Mal haben wir versucht, Josh zu wecken. Das hat leider nichts gebracht, also gucken wir mal, wie sich hier irgendwas verändert, wenn wir die anderen suchen. Leute, da draußen ist jemand. Was zum... Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Alles gut. Sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Ham. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert. Es war nur ein Scherz. Ihr Idioten! Hannah! Hannah! Was
Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Weißt du, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Oh, shit. So, beim letzten Mal wollten wir, glaube ich, schnell runter, weil wir wollen ja unsere Schwester finden, haben deswegen keine Zeit jetzt großartig. Also wir wollen sie auf jeden Fall schnell finden und können deswegen nicht sicher vorgehen. Aber jetzt machen wir mal sicher und gucken uns das Ganze mal an. Ja, die schöne lange Treppe runter. Wir sehen Spuren auf dem Boden. Aber wir wissen ja schon, dass das keine Menschenspuren sind. So, beim letzten Mal haben wir uns entschieden, den Fußspuren zu folgen. Diesmal werden wir dem bösen Geräusch folgen. Wir wissen ja gar nicht, was das überhaupt für ein Geräusch ist. Wir werden es sehen. Und wieder können wir entscheiden, wo wir lang gehen. Das ist ja ziemlich lustig. Schatten folgen. Welchen Schatten folgen? Oder den Fußspuren folgen. Da spaltet sich das Spiel schon wieder. Und diesmal haben wir zwei neue Varianten, denn hier an der Stelle waren wir noch nie gewesen. Also was tun wir? Dem Schatten folgen oder den Fußspuren folgen? Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir folgen diesmal auch wieder den Fußspuren. Okay, jetzt haben wir wieder unser gewohntes Hannah. Licht. Hannah, wo bist du? Was passiert als nächstes? Dann legen wir mal einen kleinen Zahn zu. Hallo? Hallo? Hier liegt ein Schuh, den habe ich beim ersten Mal spielen übersehen. Den gucken wir uns jetzt mal an. Ach nee, ein Totem. Ein Totem. Ein Todestotem. Okay, also der zeigt uns den Tod voraus von den beiden. Wir wissen ja schon, was mit dem passiert. Diesmal werde ich mich auch aber bis zum Schluss anders entscheiden. Hannah! Zum Beispiel wollten ja einige wissen, was passiert denn, wenn wir jetzt nicht loslassen. Also wenn wir jetzt nicht beide abstürzen, sondern nur loslassen. Ja, nur Beth, Hannah loslassen. Hannah! Hallo? Da ist sie ja, die Gute. Hannah! Erfrieren. Hier, nimm meine Jacke. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so dumm. Hannah, Beth? Hannah! Und wieder fällt das iPhone 6 runter. Mensch, haben die aus dem ersten Mal gar nichts gelernt. Oh oh. Nein! Nein! Shit! Fuck! Nein! Festhalten! Festhalten!
Also der Gute will uns vermutlich helfen. Im letzten Mal haben wir beide losgelassen. Wir lassen jetzt Hannah fallen und gucken, was passiert. Ciao, gute Schwester. Also wir sehen, es hat sich nicht wirklich viel verändert. Das war nur eine kurze Sequenz mehr, die wir bekommen haben. Bevor wir beginnen, sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte? Aber und gerne doch. Sieh das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Na klar. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Ja, sehr gut. Lach nicht so blöd, du Depp. So, also wir wissen ja bereits, wer jetzt hier auf diesem Stuhle sitzt. Es ist nämlich Josh. Ja, diesmal wissen wir Bescheid. So, was haben wir hier? Wieder mal eine kleine Farm, ein Bauernhaus. Ein Scheunenhaus mit einer Vogelscheuche. Alles klar. Und was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Das letzte Mal haben wir gesagt, ich bin nervös, weil wer ist schon glücklich, ja, der beim Psychoanalytiker sitzt? Diesmal wählen wir, ich bin glücklich. Ah, das ist gut. Auf welche Weise hat es dich glücklich gemacht? Es ist friedlich, der Sonnenschein. Und wieder haben wir zwei Varianten, die wir noch nicht hatten. Ich würde jetzt einfach mal sagen, der Sonnenschein. Sonnenschein. Verstehe. Welches Wort beschreibt am besten dein Verhältnis zur Dunkelheit? Ich bin depressiv. Ich habe Angst. Ich würde sagen, Josh ist eher depressiv. Tja, Winternächte sind kalt und dunkel. Depressionen, Gefühle der Einsamkeit sind da nicht selten. Die Nacht, in der dein Spiel stattfindet, ist besonders dunkel und kalt. Eventuell könnte ein Gefühl von Isolation entstehen. Besorgt dich das? Besorgt uns das? Ich weiß nicht, ob Josh das besorgt. Ja, oder es wäre okay. Ich wähle jetzt mal ja. Oh, tja, in dem Fall wird das Spiel vielleicht eine kleine Herausforderung für dich. Aber du hast hier die Möglichkeit zu Kontakten mit anderen. Stelle Beziehungen her, bevor du sie dann trennst. Bevor du sie isolierst. Oh. Wie es scheint, haben wir einige wichtige Themen aufgedeckt für unsere nächste Sitzung. Doch für heute ist die Zeit um. Viel Spaß. Allein. Bis dahin. Ist aber immer eine sehr kurze Stunde, mein Freund.
Und dafür nimmst du so viel Kohle. Das gibt's ja gar nicht. Wirklich unverschämt. Aber auch der Analytiker ist nur Teil unserer Einbildung. Vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie auf Mount Washington. Sheriff Annie Klein, die die Untersuchung geleitet hat. Danke für die Einladung. Den Ermittlungsstand für Hannah und Beth Washington, den noch immer vermissten Zwilling. Heute Abend vor einem Jahr verließen die Washington-Zwillinge die elterliche Lodge und liefen in einen Schneesturm. Verbrechen gab? Nein, offiziell nicht. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts, behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein. Etwas an diesem Berg scheint Tragödien geradezu anzuziehen. Mehr als Sie ahnen, Marty. Danke, dass Sie hier waren. Gefühl gilt der Familie Washington und ihrem Sohn Josh heute, am Jahrestag des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Und hallo, Freunde und Fans. Okay, und gleich von vorn. Okay. Na, hallo, Freunde und Fans. Es ist mega abgefahren, dass ihr dieses Jahr alle wieder hier seid. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ich will nur ganz kurz das ansprechen, was alle im Hinterkopf haben. Ihr wisst schon. Ich weiß, ihr macht euch sicher alle Sorgen um mich. Und ich weiß, es wird schwer für uns alle zurückzukommen. Nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Aber ihr sollt alle wissen, ich meine, es bedeutet mir so viel, dass wir das durchziehen. Und ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern und, naja. Okay, also, diese Party wird absolut abgefahren, verstanden? Das Ganze hier wird ein Trip, den wir nie mehr vergessen, okay? Ja! Yeah. I'm dead, I can't.
Hast du Angst, kleines Mädchen? Ja, dann geht's mal weiter hier in den Situationen im Spiel, wo wir uns nicht bewegen dürfen. Ihr kennt die Geschichte. Da werde ich mich diesmal natürlich auch bewegen, um zu gucken, was passiert. Wenn wir laut sind, wenn wir Tiere verschrecken und so weiter und so fort. Also ich versuche im Großen und Ganzen alles anders zu machen, als wie im ersten Durchgang. Hier haben wir wieder einen kleinen Zettel von Josh. Oh, was? Ah nee, von Chris. Das Tor ist kaputt, klettere rüber, Chris. Das letzte Mal sind wir, glaube ich, sicher rüber geklettert. Und ich habe gehofft, man kann unter den Rock schauen. Aber man konnte es nicht. Diesmal werden wir schnell rüber klettern. Was passiert, wenn ich jetzt einmal verkack mit drücken? Wir testen es. Ich springe. Das ist aber schade, Sam. Also wieder von vorn. Also gut, wir fallen bloß runter. Arme kleine junge Ding, muss ich im Urlaub noch so plagen? Wir werden von irgendeinem Perversen beobachtet, der blöd rumstöhnt. So, jetzt müsste gleich das Eichhörnchen kommen. Und wie gesagt, ich werde mich diesmal bewegen. Oh. Hey, kleines Kerlchen. Hast du Hunger? Hä? Huh? Oh, verdammt. Hey, hey, hey. Ist okay. Gut so. Komm her. Und wir bewegen uns ganz einfach nochmal. Oh, verdammt. Hey, hey, hey. Ist okay. Gut so. Komm her. Ja, wie oft muss ich das denn noch machen? Ich glaube, die Entwickler wollen einfach, dass wir das üben. Oh, verdammt. Hey, hey, also gut, dann halten wir das Ding mal still, damit wir weiterkommen. Komm her. Also hier verändert sich auf jeden Fall nichts. Es ist, glaube ich, nur zur Übung, dass wir für die Zukunft wissen, was wir tun müssen. Echt süß. Echt putzig, ja. Echt putzig. Alles klar, dann mal weiter. Oh, uns ist sowas von kalt, Mann. Hier haben wir wieder diese Indianergeschichte mit den Totems, das wissen wir ja, da brauchen wir eigentlich nicht nochmal raufgucken. Oder soll ich es nochmal vorlesen? Ich glaube nicht. Ihr kennt die Geschichte. Diese Geschichten hier brauche ich nicht nochmal vorlesen. Und da haben wir auch schon das erste Totem. Oder das zweite Totem. Führungstotem. So, da kommen wir nicht rein, das wissen wir ja schon. Und hier haben wir den Rucksack von Chris. Chris? Bist du hier? Dein Rucksack ist hier, wo bist du? Du steckst nicht da drin, oder? Hallo? Was haben wir denn hier? Beim ersten Mal spielen haben wir ja herumschnüffeln gedrückt, weil es könnte ja auch ein Notruf von Chris sein. Diesmal werden wir die Tasche schließen und uns nicht darum kümmern, mit wem Chris schreibt, telefoniert oder sonstige Zeit verbringt. Ich wühle lieber nicht in den Sachen von Chris. Chris,
Sam, hey, du bist hier. Oh, also, ich hab da was Cooles gefunden. Mhm, was denn? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Okay. Wohin? Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. So, hier haben wir wieder die kleine Infotafel. Die haben wir beim letzten Mal gelesen. Ein Steckbrief. Krass. Besuchen uns die meistgesuchten Verbrecher Amerikas? Irgendwer hat das wohl geglaubt. Ach, komm schon, hier kommt doch fast nie ein Mensch her. Total tote Hose. Ja, es wird jemand gesucht. Ein Steckbrief. Sozusagen. Tada! Ziemlich krass, oder? Ja. Komm schon, das sind coole Babys. Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja. Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Nein, mach du ruhig, Großer. Okay, los geht's. Ja, beim letzten Mal haben wir alles ohne Probleme getroffen. Ich glaube, es wird sich nicht viel verändern, wenn wir diesmal nicht treffen. Ich schieße einfach mal hier so ein paar Mal so... Ich schieße einfach so ein paar Mal hier wild umher. Ach, wir können bloß hier schießen. Vielleicht warten wir auch mal die Zeit ab und gucken, was Sam vielleicht zu sagen hat oder vielleicht auch Chris, wenn er jetzt nicht die Zeit einhält, das Zeitfenster. Ich glaube aber nicht, dass sich viel von der Story verändern wird. Es wird sich wahrscheinlich rein gar nichts verändern. Wir gucken mal. Okay. Diesmal werden wir auch den kleinen Vogel abschießen, der sich jetzt gleich hier hinsetzt. Beim ersten Mal spielen. Ich bin mal so dreist und behaupte, das war Anfängerglück vom Feinsten. Haben wir diesen leben lassen. Naja. Jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Ach, oder ein Eichhörnchen vielleicht. Diesmal töten wir das Eichhörnchen, auch wenn ich das ungerne tue. Wo ist das Eichhörnchen da? Okay. Volltreffer! Was tust du denn? Warum machst du sowas? Chris, das ist sowas von krank. Was? Das arme Kerlchen war ein lebendes Wesen bis eben gerade. Ach, komm schon. Das sind doch nur Ratten mit buschigem Schwanz. Ich kann nicht glauben, dass du das getan hast. Oh mein Gott, was ist das? Mach es weg! Shit, Mann. Bist du okay? Dieser Berg macht mir jetzt schon total Angst. Hey, hey da. Unsere Seilbahn kommt. Nichts wie rein. Ja, hier gab es schon ein bisschen mehr zu sehen jetzt, wo wir uns anders entschieden haben. Schon mal sehr lustig. Und nun können wir mit Chris spielen. Mann, das ist echt ein komisches Gefühl, nach einem Jahr wieder hier zu sein. Ja, echt jetzt. In dem Moment, als ich ankam, kam sofort alles wieder hoch. Hey, das ist schräg. Abgeschlossen. Ja, Josh wollte, dass wir abschließen. Wegen der Leute. Das wollte er? Welche Leute? Na, keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Gruselig. Ladies first. Ein wahrer Gentleman. So, dann gucken wir uns mal kurz hier um. Der Aufzug ist noch nicht da, der Lift. Hier haben wir ein hübsches Poster und hier haben wir wieder die schönen Bildschirme. Und man sieht auf den ersten Blick ein Whirlpool. Und dann sieht man den Aufzug, den Lift.
Tage dauert das noch. Warum sieht man den Whirlpool? Ist ein großer Berg. Jemand beobachtet von hier unten die Lodge. Da ist der so schön, aber nachts wirkt der echt bedrohlich. Wie ein schlafender Riese. So, mehr gab es hier drin, glaube ich, nicht zu sehen. Nochmal einen kurzen Blick auf das Poster. Der schlafende Riese von Blackwood Forest. Hotel und Sanatorium. Da oben ein Haus. Tja, das frage ich mich auch. Die sind nicht so reich. Ihnen gehört bloß ein Berg. Dann steigen wir mal ein und fahren nach oben. Endlich, kommst du? Tja, naja, ich wollte eigentlich für ein Nickerchen hier bleiben, aber... Okay. Ist wie beim Abschlussball. Und los geht's! Ja, auf ins Abenteuer! Ach, ich hoffe, wir tun das Richtige. Was? Naja, dass wir uns alle zum Jahrestag wieder hier treffen. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut, gut. Er ist schwer einzuschätzen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Nein, nein. Es war eine gute Idee. Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Coole Sache. Alles klar. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Nein. Okay. Dritte Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorn. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn, wo ich saß. Okay, und? Und ich musste nach hinten. Und? Und neben Josh, als Banknachbarn. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Boah, bestimmt vom Schicksal. Wäre es nicht so gewesen, dass Jeannie Simmons in der Pubertät war, 3 Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat? Ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten. Boom. Schmetterlingseffekt.